Das Faszinierende an der Arbeit als Kirchengemeinderat ist, dass man die Möglichkeit hat zu gestalten, dass es nicht darum geht, was sollte man tun oder was könnte man gut tun, sondern man ist direkt in der Position, Dinge umzusetzen. Also wir haben im Jahr 2012 begonnen, die Hippolytkirche, in der wir gerade sind, zu renovieren, mit umfangreichen Restaurierungsmaßnahmen, aber eben auch mit dem eher vorsichtigen Versuch, die historische Bausubstanz unter modernen Gesichtspunkten eines Gottesdienstes nutzbar zu machen. Wir arbeiten alle gemeinsam an einem einzigen Ziel, nämlich unsere Kirchengemeinde voranzubringen. Und es ist uns einfach gelungen, bewährte Dinge in der Kirchengemeinde zu erhalten, zu fördern, aber eben auch neue Akzente zu setzen, Neues auszuprobieren dort, wo es uns sinnvoll und gewinnbringend erschien.